Jumbo, ich bin Leo Simba. Ich bin geachtet und gefürchtet. Mein Reich ist groß. Ich teile es mit 3000 Brüdern und Schwestern. Viele Menschen besuchen uns jedes Jahr. Rund 100.000 sind es wohl. Ob wir Tiere so viel Besuch mögen? Nun sagen wir mal so, wir haben uns an euch gewöhnt, doch seid gewarnt, kommt uns nicht zu nah. Das Reich von Leo Simba ist groß, soweit das Auge sehen kann, und hat in etwa die Größe von Schleswig-Holstein. Paradiesisch war es hier, bis die Kolonisten und mit ihnen die Jäger kamen. Gerade noch rechtzeitig haben sich einige engagierte Menschen besonnen und die Savannenlandschaft zu einem Wildschutzgebiet erklärt. Seit 65 Jahren gibt es den Nationalpark. Es ist nicht irgendeiner, sondern Afrikas bedeutendster, der Serengeti-Nationalpark. Die Serengeti ist ein Ökosystem, das sich in den letzten Millionen von Jahren nur wenig verändert hat. Und es ist auch die Wiege der Menschheit. Jetzt im September ist hier im Süden noch Trockenzeit. Die Gnus und Zebras sind schon seit geraumer Zeit in Kenia, oben am Masai Mara. Dort gibt es noch gutes Weideland. Simba hält Nachtwache. Früh will er morgens schon aufbrechen. Die ersten Gnus und Zebras ziehen schon wieder nach Süden. Ich freue mich, denn dann ist die Jagd für uns wirklich leicht, löwenleicht. Habt ihr gut geschlafen? Guten Morgen, liebe Tobis. Guten Morgen, liebe Thompson und Grand Gazellen. Keine Bange, ich bin nicht hungrig. Die Thompson-Gazellen gibt es in riesigen Herden. Trotzdem ist es für Simba gar nicht so leicht, sie zu jagen. Das kurze Gras bietet wenig Schutz für Simba und die Gazellen sind flink und enorm schnell. Aha, die Giraffen sind auch schon unterwegs. Ihr seid richtig starke Typen. Ich sehe schon, eure Lieblingsspeise sind die Blätter der Akazienbäume. Wie ihr das nur schafft mit den langen Stacheln? Im Zentrum des Nationalparks säumen Galeriewälder den Sierra Nera River. Der Fluss gehört tagsüber den Flusspferden. Die Flusspferde sind mächtige Tiere, obwohl sie nur Pflanzen fressen. Es ist nicht ratsam, ihnen zu nahe zu kommen. So mancher hat das mit dem Leben bezahlt. Selbst für Löwen ist so ein Flusspferd fast eine Nummer zu groß. Jumbo-Büffel, ich habe einen großen Respekt vor euch und euren Hörnern. Bis zu einer Tonne bringt so ein Büffel auf die Waage. Früher gab es Büffel überall sehr zahlreich in der Serengeti. Heute sind sie sehr stark dezimiert. Weiter im Westen sind die Morukopjes. Es ist das Nashorngebiet. Sie sind leider sehr selten geworden. Ich frage mal schnell den Sekretär, ob er uns einen Tipp geben kann, wo die Nashörner sind.
Der aber hat ganz anderes im Sinn. Er sucht nach, na, da ist sie, eine leckere Schlange. Stopp, stopp, eine frische Spur von dem Rhino. Aber wo ist nur das Rhino? Dabei ist das Gebiet die Heimat der schwarzen Rhinos. Einst gab es hier 1000 davon. Übrig geblieben sind nur mehr ganz wenige. Schon Michael und Bernhard Gschimek haben sich der Rhinos angenommen. Heute wird das Schutzprogramm vom Frankfurter Zoo weitergeführt. Die beiden wollen wohl nicht gestört werden. Als die Maasai noch hier lebten, malten sie Bilder auf diese riesigen Steine. Die Bilder sind Zeugnis dafür, dass bis Mitte des vorigen Jahrhunderts Tier und Mensch im Nationalpark innig nebeneinander lebten. Wer ein Mann wurde, musste seine Tapferkeit durch Mut beweisen und einen Löwen töten. Vielleicht haben die Maasai den Erfolg des jungen Kriegers über die Gongroks verbreitet. Im Monat Mai grasen hier Tausende von Gnus und Zebras. Seht ihr was? Immer noch nichts? Das ist Leopardengebiet. Obwohl der Leopard auch eine Katze wie Simba ist, unterscheidet er sich doch sehr von ihm. Er ist ein Eigenbrötler. Am liebsten mag der Leopard mittelgroße Antilopen, aber auch Käfer stehen auf seinem Speisezettel. Den Tag und einen Teil der Nacht verschläft er auf einem Baum, wohin er auch seine Beute in Sicherheit bringt. Apropos Schlafen. Ich weiß eine schicke Unterkunft für euch, kommt aber nicht auf die Idee, nachts spazieren zu gehen. Morgen brechen wir dann ganz früh auf zu den Lobo Hills im Norden. Simba macht aber zuerst noch einen kleinen Umweg über die Ostserengeti. Diese Löwin und die anderen dort gehören zu meinem Harem. Ich bin der absolute Pascha. Löwenliebe gibt's im Übrigen nur von mir. Dafür sorge ich schon. Und damit es auch jeder weiß, brülle ich es lautstark in die Savanne hinaus. Die Tüpfelhyäne dort gehört zu einer ganz intelligenten Gesellschaft. Sie schrecken nicht mal zurück, den Löwen ihre Beute abzujagen. Holla, was ist hier los? Na klar, Gepardenschau. 300 davon gibt's in der Serengeti. So faul, wie sie hier liegen, dürften die beiden Brüder wohl auf Beutezug gewesen sein. Jetzt sind sie von ihrer Hetzjagd noch müde. Kein Wunder, denn so ein Spurt im 100-Kilometer-Tempo ist enorm anstrengend. Die Löwen, die Leoparden und die Hyänen spielen den Geparden übel mit. Sie töten 3/4 aller jungen Geparde in den ersten Lebensmonaten.
Eine ziemlich geniale Partnerschaft gehen die Akazienbäume und Ameisen miteinander ein. Die Ameisen dürfen ihre Nester in die Äste hängen. Dafür verjagen diese dann alle, die sich an den Ästen zu schaffen machen. Dem Warzenschwein hilft niemand. Es ist ganz auf sich allein gestellt. Morgen müsst ihr wieder ganz früh aufstehen. In der Nordwest-Serengeti ist nämlich mächtig was los. In der Morgendämmerung ist Simba noch auf Jagd gegangen. Er hat nämlich schrecklichen Hunger bekommen. Aber darüber später mehr. Habt ihr mich im Übrigen heute Nacht gehört? Bei diesem Anblick schlägt mein Löwenherz schneller und schneller. Gnus und Zebras kommen bereits jenseits von Masai Mara zurück. Diese hier haben den Fluss schon erfolgreich überquert. 1,3 Millionen Gnus, 360.000 Gazellen und 191.000 Zebras wandern in endlosen Reihen jährlich durch die Serengeti und das Masai Mara. Immer auf festgelegten Routen, immer die gleiche Strecke, auf der Suche nach Nahrung, Wasser und Plätzen, wo sie ihre Jungen bekommen. Immer begleitet von hungrigen Jägern wie unserem Simba. Simba war am Morgen erfolgreich. Ein Gnu hatte sich zu weit von der Herde entfernt und eine solche Chance lässt sich Simba nicht entgehen. Dennoch, die Jagd war dann doch ziemlich anstrengend. Gewiss, so ein Gnu ist ein großer Happen. Aber mein täglicher Fleischbedarf liegt so bei rund 35 Kilo. Ach, wenn bloß nicht diese Quälgeister von Tsetsefliegen wären. Nicht mal fressen kann man in Ruhe. Und ihr dort in euren Autos, ihr könnt auch ganz schön nerven. Also bringe ich das schöne Stück noch besser in Sicherheit. Und nun reicht's, Freunde. Quaheri und bis bald wieder. Hakuna Matata, kein Problem. Ich bleibe hier in der Serengeti.